Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas mit mir Mr. Philipp 201. Und ich habe jetzt das am Terminal durchgelesen, peis aber selber nicht ganz. Also, ich glaube jedenfalls, das war die Amtsenthebung letztes Mal. Wahlführer habe ich mir auch nochmal durchgelesen von Vault 11. Da sind halt die ganzen Leute gelistet, die zur Wahl bereitstehen. Und bei Amtsenthebung, da ist so ein Interview aufgeführt. Da wird eine Frau interviewt, die anscheinend mehrere Morde begangen hat, weil eine bestimmte Partei nicht führend war, nicht gewonnen hat. Und ja, dadurch wollte die Mehrheit dieser Partei anscheinend dezimieren oder verringern. Und hier haben wir übrigens 20 mm Granaten. 20 Stück. Da haben wir eine fliegende 22 LR Patrone. Okay. Kernspaltungsbatterie. Ich bin überladen. Ich kann echt fast nichts mehr mitnehmen. Ja, ich weiß, da ist schon noch was wert, aber ich kann es einfach nicht mitnehmen. Am liebsten würde ich ja jetzt sofort zurück mich teleportieren, aber das geht ja hier drin nicht. Zu unserem Haus und dort ganz viele Sachen ablegen. Aber geht eben nicht. Können wir nicht, oder? Ja. Wir benötigen 75 in Hecken. Auch hier. 75 in Dietrich. Dann könnten wir da rein. Das ist eine kleine schöne Atombombe. Ich will da rein. Ich glaube, wir müssen nach unten. Ach, mein Pip-Boy-Licht war an. Okay, die Waffe finde ich irgendwie, schaut übrigens aus wie eine ganz kleine. Aber die ist eigentlich schon ziemlich. Kann ich mal so hindrehen, dass ich mich selbst sehe? Nein, darf ich nicht. Nein, nein. Aber die ist eigentlich schon ziemlich groß. Naja. Vor allem diese roten Lampen finde ich geil. Das ist halt eine Verbesserung von der Standard. Vault 11, Untergeschoss. Oh, ein extra Sequenz. Die Spannung steigt. Ich habe meine Tiere oben gelassen. Ich habe meine Begleiter oben gelassen. Nicht, dass die hier sterben. Wegen total gefährlichen Gegnern. Aber ich nehme jetzt den Mund nicht zu voll, denn es könnte sein, da kommen noch größere. Ach, ich Honky. Ich sehe wirklich gar nichts. Ja, aktivieren. Muss ich mal vielleicht wieder etwas mehr darauf achten, hier aufzupassen auf Fallen und so ein Zeug. Oh, da sehe ich Gegner. Da draußen. Weh, hier sind noch Minen. Ach, dieses Geräusch. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Keine Minen, zumindest. Aktenschränke. Korken, 7 Stück. Werkzeugschrank ist leer. Koffer. Freizeitkleidung brauche ich nicht. Nein, nein, nein. Vorkriegsgeld, immer her damit. Oh, nein. Ich wollte nicht so eine Batterie und eine Lunchbox alles mitnehmen. Die Kernspaltungsbatterie war eindeutig zu heftig. Kernspaltungsbatterie. Ich möchte wegschmeißen. 2. Eigentlich möchte ich sie ja nicht wegschmeißen, aber bleibt nichts anderes übrig. Und hier erfordert Schlüssel. Woher? Haben wir den Schreibtisch? Nein. Ich habe irgendwo einen Schlüssel. Das ist mit einer Truhe, die ganz schön hell ist. Kamera, Altmetall. Nein. Also brauche ich jetzt einen Schlüssel. Okay. Nee.
Dann werde ich mal hier ein bisschen rumsuchen. Es sei denn, er liegt gleich hier irgendwo. Zigarette lasse ich da. Nee. Ach, ich steck fest. Nee, hier liegt anscheinend kein Schlüssel. Gehen wir weiter. Gehen wir nicht weiter. Moment mal. Von hier bin ich gekommen. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Ja. Was Riesenratte rasend. Okay. Wie kann ich mich eigentlich ducken? Ach so. Sehr schön. Ja, ich muss einfach mal nachladen. Das ist Gewohnheit von anderen Spielen. Da geht's auf beiden Seiten nach unten. Ach so. Wenn es nur Riesenheuschrecken sind. Oder Riesenschrecken. Wie ich es wusste. Wenn ich schon sage, oh, ich muss aufpassen, dann könnt ihr sicher sein, ich werde sofort nach einer Sekunde wieder vergessen. Munition. Flammenbrennstoff. 104. Mir ist aufgefallen, gegen Tiere, genau, gegen die Tiere hier unten wäre eine andere Waffe extremst nützlich. Und zwar die Flammpatronenwaffe. Mit sehr viel Munition. Oh, sie ist fast kaputt. Das ist natürlich übel. Ich achte jetzt wieder auf Fallen. Auf Minen oder irgendwas. Munition. Mikrofusionszellen. Natürlich, alles mitnehmen. Ja, den Leuten hier geht's nicht mehr ganz so toll. Erste-Hilfe-Kasten, right away und leere Spritzen. Ach, wiegt nichts, also her damit. Was haben wir da? 10 mm Patronen. Wie so ein Verteidigungsraum hier unten. Ist ja auch nicht gerade alltäglich, dass man in so einem Ort Sandsäcke aufstellt. Oh. Sag bloß, ich kann da rein. Ich speichere erstmal ab. Oder ich muss da rein. Reicht ja auch schon. Weh, hier sind Gegner. Ah, da kann ich also durchschwimmen. Ach, da war ich ja. Pulverisiert, genau. Oh. Das hätte also auch eine Falle sein können. Ich verstehe. Da muss ich echt da rein. Dann gibt's hier noch eine Tür? Nein, nur hier. Dann nehme ich mir mal. Ach, Erste-Hilfe-Kasten. Ja, was? Nein, nicht trinken. Oh. Ich will nur den Erste-Hilfe-Kasten öffnen. Um eine leere Spritze zu finden, ja. Gibt's hier nicht noch irgendwas Hilfreiches? Spinnt. Was? Differentialdrucksteuerung. Okay, die werden wir irgendwo brauchen. Das weiß ich jetzt schon, ja. Ich bin so schlau und ich weiß, dass man, was man hier findet, benutzen muss. Ho. Naja. Moment. Wehe, es gibt hier Wassermonster. Na, Werkzeugkasten. Stromleiter, viel. Naja, es geht, aber. Egal. Metallkiste, Polizeiknüppel, Blechdose, nein. Und die untere Metall, Vorkriegsgeld, lagert hier im Wasser, aber was soll's? Elektronenakku 112. Oh, Sauerstoff. So, sonst haben wir hier nichts mehr, sehr schön. Kann ich wieder aus dem ekligen Wasser. Wehe, das Ding macht mich jetzt kaputt.
trauen. Ja, ich wollte nur mal einen Testschuss abgeben. Ja, vielleicht... Ach nee, da geht sie wieder ins Wasser. Nein. Kann sein, ich kann den Terminal mit dem hier aktivieren. Wäre halt schon toll. Da... Ich laufe gerade wieder... Ah ja, ja. Moment. Da geht's ja überall weiter. Da war ich jetzt aber. Ach genau, dann hatte ich die Tür gar nicht gesehen oder den Eingang hier. Sehr schrecklich. Ich übersehe auch alles. Sehr schön. Kopf verkrüppelt. Und hier gibt's einige Sachen. Ich sollte ihn wieder nach Fallen Ausschau halten. Zündflamme. Alles was wert, aber Lunchbox. Aber ich kann eben nicht so viel mitnehmen. Leider. Was haben wir denn da? Nichts. Ich würde gerne viel mehr mitnehmen. Nein. Metallkiste, Kamera, Bleirohr. Hatten wir schon mal eins? Stärke 5 ist natürlich ziemlich gammelig.